in Pools. Das ist doch gut. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal die Poolfelds an. Hab ich Bock drauf. Let's go! Oh Gott, das wird schmerzhaft, Chat. Das wird eine schmerzhafte Folge, glaube ich. Lecko schmeckt. So ein Bauchplatscher oder so ein Arschplatscher, Rückenklatscher finde ich immer sehr schmerzhaft. Das ist wie Beton. Ja, absolut. Das ist so richtig, richtig aua, richtig unangenehm. Oh, da würde ich schon nicht normal drunter springen, geschweige denn vorher noch irgendwie einen scheiß Handstand zu machen. Aua! Könnten wir das nicht auch in unserem Pool machen? Geht das nicht? Hier auch? Alter, Wasser hat so eine fucking Kraft, ey. Wasser hat so eine Kraft, das ist nicht normal. Was war sein Plan? Der Plan. Perfektes Timing. Der Plan war schon, das Wrack zu machen, das zu entleeren. Aber ich glaube, der Plan war nicht, dass er mitstirbt. Ratz! Alter, der hat doch safe sein Genick gebrochen, oder? Alter, ist er mit dem Hals da drauf? Es ist nicht witzig, Alter. Das ist wirklich nicht witzig. Next time, go! Seht ihr, und das ist der Grund, warum wir eine Treppe bauen. Yes! Oh, ey. Wieso ist sie denn wieder auseinander? Ich meine, sie hatte doch die perfekte Position, um irgendwie eine Bombe zu machen. Wie witzig. Das finde ich witzig. Sowas möchte ich haben. Oh. Ja, super. Nach oben gucken und nach vorne laufen. Geil. Aua. Ah. There's no hope for humanity. Alter, der hat sich doch die Wirbelsäule einmal durch den Schädel. Die Wirbelsäule kommt doch hier oben wieder raus, oder? Alter, mit dem Steißbein, das tut doch weh. Steißbein ist scheiße, da kannst du dann immer nicht atmen. Super geil. Ich bin so froh, dass wir eine Treppe bauen, um reinzukommen. Nicht über eine Idee wie Trampolin oder so da reinkommen. Das kann ja ist Kanzi noch da? Ja, Kanzi ist noch da. Mit einem Bürostuhl. Ja, okay, kein Bürostuhl, aber ein Bürostuhl. Oh Gott! Oh Gott, der hätte sich sein Bein brechen können. Das hat sich da so drin verfangen. Oh, shit, ey. Liebt das mal, wenn die das in Zeitlupe machen und man dann die Lachen hört. Oh. Warm hier, ey. Das ist gleich mein Pool. Oh, scheiße. Was ist das?
Ein Rasenmäher, so ein riesiger Rasen. Oder ich weiß nicht, ob das so eine Dingsmaschine ist. Da guck, der fährt damit. Und jetzt dreht er die um und dann, ups. Ach so, ach, die haut ihm ab. Ja. Scheiße. Boah, von dem ist das ganz Wasser rauslassen. Oh. Pock, der hat den Hinterkopf. Ah. Ich glaube, der einzige Vorteil ist, dass die Leute betrunken sind, weil betrunken haben immer so einen Schutzengel. Ich weiß nicht, die Leiter steht herholen. Auch sehr sicher da hinten an dem Becken. Also die Rutsche. Die Rutsche, ja. Boah. Die Rutsche ist geil, ja. Das sollte nicht mit unserer Treppe passieren, kann man sehen. Verstehe. Oh, scheiße. Liegt die Last auf mir. Aber es ist ja auch keine Sprungbretttreppe. Boah, das ist so krass, ist mir auch alles schon passiert. Oh. Das war auch ein schöner Versuch, sexy zu sein. Ne? Oh Gott. Ich hab die Ich kann es nur immer wieder sagen, ich bin so fucking froh, dass wir eine Treppe bauen, ey. Bei manchen frage ich mich halt wirklich, was der Plan denn war. Oh Gott, ey, der stranguliert sich doch. Oh mein Gott, guck dir das an. Guck, warte. Guck, der Turmspringer. Aber ich meine jetzt mal ohne Witz, wer überlegt sie, wer denkt sich denn, boah, ich bin noch nie Turm gesprungen, ich habe keine Ahnung von dem, was ich tue. Lass mal vom 10-Meter-Sprett direkt springen, weißt du? Nein, man weiß ja nicht, was er wollte. Vielleicht wollte er einen Körper machen, aber du weißt halt noch nicht, wie lange du fliegst. Ja. Wie oft hast du das schon gemacht? Oh. Von da oben träume ich nur mit einer Kerze, ja. Das habe ich noch nicht gefühlt, ich kann da nicht mitfühlen. Warni, ein Bauchplatscher oder ein Rückenklatscher kannst du dir vorstellen wie eine Ohrfeige auf den gesamten Körper. Ja. Also das ist wirklich, das fühlt gut, sich an. Gut beschrieben, ja. Ja, oder? Das ist so wie, als würde dich eine Ohrfeige auf deinen gesamten Körper gleichzeitig großflächig treffen. So kannst du dir ungefähr einen Bauch- oder einen Rückenklatscher vorstellen. Ich hatte ja schon Bauchklatscher, aber ich fand das nie schlimm. Dann hattest du noch nie einen richtigen. Wahrscheinlich nur vom Beckenrand. Ja, dann hast du tatsächlich wahrscheinlich noch nie einen richtigen. Mach mal vom Dreier oder Fünfer, boah. Wenn du vom Fünfer einen Bauchklatscher machst, dann hast du das Gefühl, du musst deine Organe im Pool wieder einsammeln. Wirklich. Boah. Der hat die ganze Palme kaputt gemacht. Spinnt er denn? Was ist denn mit ihm? Okay. Au, au, au. Oh nein. Das ist schön. Au, au. Wundervoll. Boah, ich hatte jetzt eher Angst, dass der auf das Sprungbrett drauf klatscht. Ja. Aber die waren doch in Physik alle Kreide holen, oder? Du kannst, also, das ist doch. Was erwartet man denn, was da passiert? Aua. So, jetzt muss man hier rechnen. Hast du das Mikro an oder aus? Ich hab's an. You good? Yeah. Alright, I got it down now. Oh, 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 oh. Mach mal ein sexy Bild von mir. Großartig. Ja, das war schön. Das war wirklich schön.